Herzlich willkommen zu diesem Vortrag Klimawendezeit. Welche Spielräume bleiben für unsere Zukunft? Und der Untertitel, was erzählen uns einfache Bilanzen über die Möglichkeiten, die wir für eine nachhaltige Zukunft haben? Eine Systemsicht. Ich bin Andreas Pfennig, ich arbeite im Bereich Verfahrenstechnik an der Universität in Lüttich in Belgien und beschäftige mich seit über 15 Jahren inzwischen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nun, die Lage ist schlimm genug. Wir wissen, der Klimawandel ist da und er verursacht riesige Schäden. Das ist mein Weg zur Arbeit, das war mein Weg zur Arbeit. Ich kann ihn nicht mehr nutzen, weil am 15. Juli 2021 auf diesem Weg Brücken zerstört worden sind. Da hinten sieht man noch die Tankstelle, wo ich gelegentlich getankt habe. Ich muss also Umwege fahren. Uns ist persönlich glücklicherweise nichts passiert. Wir wohnen in einer kleinen Siedlung, den Hügel hinauf, aber im Dorfkern, da ist die Infrastruktur zerstört. Auf der anderen Seite ist das ein Wald, drei Straßen weiter bei uns, wo wir normalerweise spazieren gehen, wo der Borkenkäfer zugeschlagen hat. Aufgrund der Trockenheit haben die Pflanzen, die Bäume sich nicht mehr gegen den Borkenkäfer wehren können ausreichend, sodass der sie praktisch zum Absterben gebracht hat. Und wir wissen, woran das liegt. Wir wissen, dass wir Kohle, Erdöl und Erdgas nutzen. Das brauchen wir, um damit Energie bereitzustellen, die wir dann nutzen. Und dass bei der Verbrennung dieser fossilen Rohstoffe entstehende Kohlendioxid, das entlassen wir in die Atmosphäre. Und das führt dort zum Klimawandel. Wenn wir also den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen wir nur auf diese fossilen Rohstoffe verzichten. So einfach. Dabei ist der Klimawandel sehr wichtig für uns. Wir wissen, dass wir kein Fleisch mehr essen dürfen, um das Klima zu retten. Wir wissen, dass wir keine Babys mehr bekommen dürfen, weil die sind die größten Klimakiller überhaupt. Wir wissen, dass wir Energie sparen müssen, um das Klima zu retten. Und wir wissen, dass das Klima andererseits Auslöser ist für den Hunger in der Welt oder Treiber für den Hunger in der Welt. Also das Klima ist ein ganz zentraler Punkt bei allem dem, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen, was die großen Herausforderungen der Menschheit quasi letztendlich darstellen. Das Klima ist da ganz zentral. Ist das so? Ich möchte von wo ganz anders aus einsteigen. Als junger Mensch habe ich dieses Buch gelesen von Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens, strategisches Denken in komplexen Situationen. In diesem Buch beschäftigt sich Dietrich Dörner mit den Schwierigkeiten, die der menschliche Geist hat, sich mit komplexen Situationen auseinanderzusetzen. Was war der Auslöser dazu für diese Untersuchung? Also Dietrich Dörner ist Psychologe, der versucht mit eben sinnvollen Methoden quantitativ herauszubekommen, wo eigentlich die Schwierigkeiten des menschlichen Geistes liegen, wenn es eben beispielsweise um komplexe Situationen geht. Nun, der Hintergrund ist, dass in den 60er, 70er, auch in den 80er Jahren große Dürren in der Sahelzone waren, die dann zu Hungersnöten geführt haben. Und als Konsequenz davon haben die reichen Länder Entwicklungshelfer in diese Länder geschickt, die dort beispielsweise Brunnen gebohrt haben und den Menschen auch sonst geholfen haben, besser mit ihren Ressourcen quasi zu Rande zu kommen. Man hat dann aber festgestellt, nachdem die Entwicklungshelfer weg waren, so ein paar Jahre später ging es den Menschen vor Ort schlechter als vorher. Und das ist natürlich blöd. Fatal. Und die Frage ist, woran liegt denn das? Und das hat genau Dietrich Dörner beschäftigt und darum hat er sozusagen ein künstliches Land erschaffen, Tanaland. Das hat er auf dem Rechner simuliert. Da sind beispielsweise, man sieht es hier, zwei Dörfer, ein bisschen ein Flüsschen, zwei Seen, rundherum ist Steppe, auch ein Berg und ist da irgendwo, aber die Landschaft ist eigentlich irrelevant. Er hat versucht sozusagen das System an sich dort abzubilden auf dem Rechner, dass die Menschen, die dann Viehzüchter sind und Ackerbauern, drumherum sind Leoparden, es gibt auch einige Kleinsäugetiere und Ratten und so etwas. Ja, und das hat er halt versucht, im Wechselspiel der verschiedenen Dinge zu beschreiben. Wie viele Ziegen da kommen als Funktion, wie viele Leoparden dann die Ziegen reißen und so weiter. Das hat er alles beschrieben. Und dann hat er Probanden gefragt, sie sollten sich das System anschauen und versuchen, den Zustand des Systems besser zu machen, indem sie in das System eingreifen. Sie konnten also Dinge verändern. Und das Dumme ist nun, dass in dem Mittel, im Durchschnitt, die Situation der Menschen dort hinterher, nachdem dort eingegriffen worden war, schlechter war als vorher. Und das ist eigentlich super. Das Erste, was super ist, denn damit kann man zeigen, dass im Prinzip diese Simulation genau das wiedergibt, was man in der Realität beobachtet. Also toll, dass diese Simulation bildet das ab, was in der Realität geschieht.
Zweitens, es war außerdem so, dass manche es geschafft haben, manche Probanden es geschafft haben, das System in der Tat in einen besseren Zustand zu bringen. Es war also nicht nur so schlecht programmiert, dass es gar nicht besser ging, sondern man konnte es besser machen, das System. Das dritte Tolle war natürlich, bei diesen Versuchen ist kein Mensch zu Schaden gekommen, weil es halt nur eine Simulation war. Und das vierte Tolle, und das ist das, was für uns eigentlich besonders wichtig ist, Dietrich Dörner konnte jetzt untersuchen, woran liegt das denn eigentlich, dass da irgendwie Fehleinschätzungen zustande gekommen sind, warum das System dann schlechter geworden ist am Ende des Tages. Was haben die Menschen eigentlich falsch gemacht? Und er hat eine ganze Reihe von Lehren aus diesem Tannerland-Experiment gezogen und anderen, die ähnlich gelagert waren. Und ein Punkt, den er sehr häufig oben angibt, also einen der wichtigsten Punkte, ist, dass der Mensch mit der Komplexität Schwierigkeiten hat. Der Mensch versucht mit seinem Geist dann einen Punkt zu finden, der wichtig ist, der Dreh- und Angelpunkt ist. Und dann geht das System meistens dann schief, das geht dann daneben. Für dieses Tannerland beispielsweise haben die Menschen, die Probanden gesehen, dass da Leoparden sind, die die Ziegen reißen, also von den Menschen Nahrungsmittel wegnehmen, und das ist natürlich nicht gut. Also haben sie die Leoparden bekämpft. Dabei haben sie aber übersehen, dass die Leoparden sich im Wesentlichen eigentlich von diesen kleinen Lebewesen drumherum ernährt haben, den Ratten und den Kleinsäugetieren. Das heißt, dann haben die, als die Leoparden weg waren, haben die dann Überhand genommen und haben dann sozusagen das Gemüse aufgefressen und das Getreide aufgefressen. Das war dann auch nicht so toll. Also sind die Probanden dann hingegangen und haben gesagt, okay, die müssen wir jetzt auch bekämpfen. Und da haben sie übersehen, dass die jetzt sich dummerweise auch zu Teilen von Insekten ernährt haben. Also war jetzt kein Feind mehr da für die Insekten, sodass dann Heuschreckenplagen und ähnliche Dinge passieren konnten, sodass dann die Menschen wieder hinterher in einer schlechteren Situation waren als vorher. Das heißt, dieses Fokussieren immer auf einen Punkt führt dazu, dass man diesen Punkten hinterherläuft und eigentlich das System gar nicht als komplexes System begreift und damit eigentlich falsche Dinge tut. Wie ist das bei uns? Wie war das? Bei uns ist alles Klima. Klima ist Dreh- und Angelpunkt. Wir fokussieren uns nur aufs Klima. Zumindest in der medialen Behandlung unserer globalen Probleme. Dabei, wir wissen, dass es viel mehr Probleme gibt. Die Politik weiß das letztendlich. Klima ist nur ein Ziel, eines dieser sogenannten Ziele nachhaltiger Entwicklung, der Sustainable Development Goals oder SDGs. Da wissen wir, dass wir insgesamt 17 haben. Wir wollen keine Armut haben, wir wollen keinen Hunger haben, wir wollen Gesundheit und Wohlergehen haben und so weiter. 17 Ziele insgesamt und Klima ist davon nur ein einziges. So, einerseits ist natürlich jetzt so, dass das einen auch ein bisschen erschlagen kann. Was können wir tun, damit das insgesamt besser wird? Klima ist es jedenfalls alleine nicht. Wir haben viel mehr andere Probleme auch noch, die wir bekämpfen müssen. So, und da möchte ich ein bisschen einsteigen, ein Systemverständnis entwickeln, um dann zu sehen, was wir insgesamt tun können, um dieses System insgesamt besser zu machen. Ich möchte gleich vorne bei dem ersten oder beim zweiten Problem eigentlich anfangen, bei dem Hunger. Hunger ist ein riesiges Problem in dieser Welt. Eben aufgrund von Missernten, aufgrund von Klimawandel, aber auch einfach, weil zu viele Menschen irgendwo leben, auf zu kleinem Raum, ist es so, dass die Menschen hungern und wir eigentlich mit so Nothilfemaßnahmen von der UN hingehen müssen und die Menschen notdürftig ernähren müssen. Da gibt es dann so ein Hubspaps, irgendwie so was Weißes obendrauf, das sieht so, als wäre das irgendwie so Kokosfleischmus. Ja, also irgendwie, wenn einer weiß, was es ist, kann das mir gerne sagen. Also für mich sieht das so wie Kokos aus, damit die Leute auch ein bisschen Fett haben wahrscheinlich. Ja, und damit werden die Leute ernährt. Einmal ist das ja vielleicht ganz spannend, aber wenn man das immer nur bekommt, dann ist das vielleicht ein bisschen suboptimaler und würden wir uns was anderes unter Lebensqualität zumindest vorstellen. Und dabei ist das Hungerproblem relativ groß. Man sieht es hier, wie das sich über der Zeit entwickelt hat, die Anzahl unterernährter Menschen als Funktion der Zeit. Und da sieht man gerade, Corona hat es nochmal sehr stark steigen lassen aktuell. Wir sind jetzt bei knapp 800 Millionen, das bedeutet bei 8 Milliarden Menschen, die wir insgesamt sind, jeder zehnte Mensch ist unterernährt. Und eigentlich ist das Ziel, bis 2030 den gesamten Hunger abgeschafft zu haben. Bis dahin wollen wir es geschafft haben. Und da lehne ich mich jetzt als Ingenieur zurück, gucke mir die Kurve an und sage, zumindest nicht so einfach. Einfach so ein weiter bisher und so ein bisschen was nachsteuern, das wird nicht reichen. Da muss fundamental etwas geändert werden und ich möchte am Ende des Vortrages zeigen, was das denn sein kann. Dabei ist die Anzahl unterernährter Menschen oder das Unterernährtsein nur ein Aspekt von Mangelernährung. Es gibt ganz andere Aspekte noch. Unterernährt hatte ich gerade gesagt, da haben die Menschen so wenig, dass man es ihnen an ihren
körperlich quasi feststellen kann, dass sie nicht ausreichend ernährt sind. Es gibt dann noch die sehr unsichere Ernährungslage nach den Statistiken der UN. Das bedeutet, dass die Menschen, die zumindest zeitweise nicht genug Nahrungsmittel bekommen, also nicht genügend Kalorien bekommen. Und dann gibt es die mäßig unsichere Ernährungslage. Da bekommen die Menschen zwar ausreichend Kalorien, aber es fehlen ihnen bestimmte Nährstoffe. Häufig sind das die Proteine, die ihnen fehlen. Das heißt also, auch das ist eine Form der Mangelernährung. Das heißt, ungefähr fast die Hälfte der Menschheit ist mangelernährt. Eine weitere Hälfte ist dann einigermaßen ordentlich ernährt und dann sind hier oben noch mal etwa 10%, die sind quasi überernährt. Ja, die sind krankhaft übergewichtig, adipös, mit einem BMI über 30. Das heißt, nur etwa die Hälfte der Menschheit ist richtig ernährt, ungefähr so. Ist auch sehr breit, wie das ist. Und die andere Hälfte ist falsch ernährt. Und zu größten Teilen ist sie mangelernährt. Ein riesiges Problem. Und dabei wissen wir, wir strengen uns ja schon extrem an, Nahrungsmittel zu produzieren. Dafür brennen wir sogar die Regenwälder ab. Ja, da schaffen wir neue Weideflächen, da schaffen wir neue Flächen, um Soja anzubauen beispielsweise. Trotzdem reicht es nicht. Natürlich, das ist fatal fürs Klima, muss ich keinem sagen. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir das Problem mit dem Hunger. Ja, also was sollen wir machen? Weil der Hunger da ist, weil wir sozusagen das ganze Nahrungsmittel aufkaufen können in den reichen Ländern, steigen die Preise so, dass es sich lohnt, den Regenwald abzuholzen und dort eben Nahrungsmittel anzubauen. Das ist so ein bisschen System. So, wenn man das Ganze jetzt versuchen möchte, irgendwie zahlenmäßig zu begreifen, quantitativ zu begreifen, dann muss man sich erstmal eine ganz grobe Vorstellung von dem machen, wie so ein paar Zusammenhänge sind. Sicher nicht alle, das sind nur ganz wenige Ausgewählte. Wir haben die Menschen, die Weltbevölkerung, und die brauchen bestimmte Dinge, Energie, Material und Nahrungsmittel. Die Mengen sind jeweils ungefähr angegeben. Und das befriedigen wir aus den fossilen Ressourcen und auf der Landfläche. Die Mengen sind ganz spannend. Hier 2,8 Kilogramm pro Kopf und Tag, was wir an primären Nahrungsmitteln erzeugen. Hinterher kommt weniger an, aber das ist das, was wir erstmal reinstecken. Das, was da weniger ankommt, sind übrigens nicht die Lebensmittelverluste. Die sind viel weniger, als normalerweise gesagt wird. Das ist ein extra Vortrag, den man auch auf YouTube findet. Also es gehen gut 10% verloren. Nicht ein Drittel, was man sagt. Und davon vermeidbar sind es nur ungefähr 5%, wenn es hochkommt, so ungefähr. Vielleicht, na gut, vielleicht ein paar mehr, aber nicht ein Drittel. Und was man woanders liest. Und man sieht aber die fossilen Ressourcen. Das ist das Doppelte. Ja. 5,6 Kilogramm pro Kopf und Tag im weltweiten Mittel. Ich betrachte immer weltweite Zahlen hier. Deutschland liegen die Zahlen hier für die fossilen Ressourcen höher. Da liegen die so bei 8 bis 9 Kilogramm pro Kopf und Tag. Ja, also viel mehr als Nahrungsmittel. Das heißt, wenn wir jetzt zukünftig auf die fossilen Ressourcen verzichten wollen, dann ist das keine Kleinigkeit. Das ist was Großes. Und das müssen wir jetzt halt irgendwie herholen aus anderen Dingen, zum Beispiel von der Landfläche. Und da sieht man schon, die Landfläche, die kann womöglich ziemlich unter Druck geraten, dass wir also ganz viel Landfläche brauchen, vielleicht mehr als wir haben. Wir wissen auf der anderen Seite, wir sehen das hier, Triebkraft hinter allem ist die Weltbevölkerung. Je mehr Menschen wir sind, desto mehr Dinge brauchen wir, desto mehr Abfall generieren wir aber auch, desto mehr CO2 entlassen wir in die Atmosphäre. Das heißt, wir haben zwei Sachen, wo wir aufpassen müssen, die Landfläche und die Weltbevölkerung. Und um das jetzt quantitativ zueinander zu bringen, habe ich einen sogenannten Szenarien-Explorer geschrieben. Den kann man sich auch herunterladen. Dabei ist das nur so ein Ausschnitt aus der Ansicht sozusagen, damit man überhaupt was erkennen kann. Da gibt es also so Schieber, mit denen man Sachen einstellen kann. Hinterlegt sind entsprechend die Bilanzen. Zum Beispiel muss ich so viel Energie erzeugen, wie ich auch konsumiere. Ja, das heißt also, wenn ich Energie bereitstelle mit verschiedenen Technologien, dann muss es insgesamt das ergeben, was ich am Ende konsumieren möchte. Und jetzt das, was ich halt nicht erneuerbar erzeuge, das muss ich halt dann irgendwie mit fossilen Rohstoffen immer noch produzieren. Das ist halt so. Bei Landfläche genau das Gleiche. Die Landflächen mit ihren verschiedenen Sachen, die da angebaut werden, von Nahrungsmitteln, Energie, also Bioenergie, Biomaterialien, da habe ich überall die Erträge quasi. Und das muss jeweils das ergeben, was ich brauche für die Menschheit. Und dann kann ich sehen, bleibt mir Landfläche übrig oder nicht. Ja, diese Bilanzen sind dabei exakt. Ja, das, was ich womöglich speichern kann als Energie und an Nahrungsmitteln, das ist vergleichsweise wenig bezogen auf die Gesamtmenge, sodass ich sagen kann, das, was produziert wird, wird auch konsumiert und der Konsum bestimmt damit das, was ich produzieren muss. Und das muss sich ausgehen. Jedes Jahr muss sich das ausgehen. Wie gesagt, das, was ich speichern kann, was ich rüberretten kann, was mir verloren geht zwischendrin, das sind kleine Beträge bezogen auf das Ganze. Das sind also diese Bilanzen. Dabei kommen natürlich Zahlen vor, oder
Erträge vor, die mir angeben, beispielsweise, wie viel kann ich denn auf der Landfläche produzieren? Da kann ich aus der Vergangenheit jetzt in die Zukunft hinein extrapolieren und habe dann auf der anderen Seite gerade hier beispielsweise die Möglichkeit, mit Schiebern das dann auch zu beeinflussen, zu sagen, nee, so optimistisch bin ich da nicht. Das steigert sich nicht so, wie das hier gedacht ist, das steigert sich schwächer, aufgrund des Klimawandels beispielsweise. Das heißt, wie sich das in Zukunft sich entwickelt, kann ich mit diesen Schiebern hier einstellen, bekomme dann, wenn ich hier ungeschickte Einstellungen wähle, hier entsprechende Warnungen und auf der anderen Seite grafischen Output. Aber wie gesagt, die Seite ist eigentlich noch, enthält noch viel mehr Informationen. Nur damit es hier bei der Präsentation so halbwegs lesbar ist, sind nur einige Elemente davon herausgegriffen. Also hier beispielsweise Energiekonsum und Flächenbedarf, den ich für verschiedene Dinge, die ich machen möchte, hier habe. Und ich möchte jetzt die Ergebnisse von diesen Szenarienrechnungen vorstellen. Wir hatten gerade eben gesehen, Triebkraft hinter allen ist die Weltbevölkerung. Also schauen wir uns die als erstes an. Die Anzahl der Menschen dieser Welt in Milliarden als Funktion der Zeit, bis hierher wissen wir es so ungefähr, auch nicht beliebig genau, teilweise in manchen Ländern auch nur geschätzt, aber da haben wir einigermaßen eine Vorstellung. Für die Zukunft hat die UN jetzt Vorhersagen gemacht aus den Daten der Vergangenheit, versuchen die das so in die Zukunft zu rechnen. Und insbesondere diese mittlere Variante der Vorhersagen der UN, die sind auf den Zahlen quasi basierend, die sie aus den verschiedenen Ländern zusammengetragen haben. Die hohe und die niedrige Variante sind daraus abgeleitet. So, ich hatte in der Einleitung gesagt, ich beschäftige mich schon seit über 15 Jahren mit Nachhaltigkeit und da sind mir diese Kurven immer wieder untergekommen. Und mir ist aufgefallen, dass die früher anders waren. Früher durchlief die mittlere Variante etwa Mitte des Jahrhunderts Maximum und danach ab. Was ist da passiert? Um das zu untersuchen, habe ich mir das Jahr 2050 angeschaut. Das heißt, auf dem Bild, was ich als nächstes zeigen werde, sind diese drei Punkte hier quasi immer für das Jahr 2050 gezeigt, aber wann sie jeweils publiziert worden sind. Die UN publiziert halt alle zwei, drei Jahre Updates. Und da verändern sich immer die Prognosen. Und das ist hier dargestellt, wie die UN sich als Funktion des Jahres der Veröffentlichung von Update zu Update quasi die Zahlen verändert hat. Also wieder die Weltbevölkerung, aber immer fürs Jahr 2050 nach den verschiedenen Prognosen. Im Blau die Zahlen der UN. Und da sieht man, dass die vor 2000 waren die viel höher, haben dann abgenommen. Und danach sind sie dann quasi immer weiter nach oben korrigiert worden. Das heißt, seit dem Jahr 2000 hat die UN gerade die mittlere Variante praktisch immer nach oben korrigiert. Zum Vergleich habe ich hier eine andere Studie von so einem Institut über Systemanalyse in der Nähe von Wien mit eingetragen. Das sind die grünen Punkte. Die finden auch, dass das immer weiter ansteigt. Das heißt, von Update zu Update werden die Zahlen immer nach oben korrigiert. Und jetzt kann man sich fragen, was müssen wir jetzt eigentlich annehmen? Ja, wo werden wir rauskommen? Und da wird einem auch klar, erstens, Szenarien sind keine Vorhersagen der Zukunft, sondern sie geben sozusagen unter Berücksichtigung der Unsicherheiten an, wo denn eine mögliche Zukunft sich entwickeln kann. Und das wird immer ein Bereich sein. Auf der einen Seite, das ist klar. Auf der anderen Seite ist aber klar, wir müssen den gesamten Bereich abdecken. Warum? Weil natürlich je mehr Menschen wir werden, desto mehr Ressourcen brauchen wir. Desto knapper wird es auf der Erde, desto eher stoßen wir an die planetaren Grenzen an. Und wenn wir jetzt diese Szenarien machen, dann hat das ja einen Sinn. Wir wollen ja verstehen quasi, wie sich die Zukunft entwickeln kann und wie Maßnahmen, die wir ergreifen, dazu führen, dass wir insgesamt nachhaltig werden. Und wenn das nur funktioniert, wenn wir optimistische Annahmen machen, ja, dann ist das nett. Aber wir wissen ja nicht, wie die Weltbevölkerung sich verändern wird. Also sollten die Szenarien bitte gefälligst auch dann funktionieren, also die Maßnahmen auch dann funktionieren, wenn pessimistischere Annahmen gemacht werden, natürlich immer noch realistisch, aber wenn sie ein bisschen pessimistischer sind. Und da kann man sich die Zahlen anschauen, da sieht man die hohe Variante, die ist eigentlich immer relativ gleich geblieben. Also ist es nicht unbedingt zu erwarten, dass die Weltbevölkerung sich wesentlich darüber entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist die mittlere Variante immer nach oben korrigiert worden. Und auch hier dieses Institut über Systemanalyse findet, dass es immer weiter nach oben geht. Dass das jetzt auf einmal runtergeht, ist von daher nicht unbedingt zu erwarten. Das heißt, irgendwo zwischen der hohen und der mittleren Variante der UN, da ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die zukünftige Entwicklung zu erwarten. Das ist besonders wahrscheinlich, sage ich mal. Das sagt aber nichts darüber aus, wie die wirkliche Entwicklung ist, weil das hängt von so vielen Dingen ab. Das hängt von den politischen Lagen ab, das hängt aber jetzt auch beispielsweise von Corona ab.
Ja, und um das zu verdeutlichen, woran das hängt, wenn man sich das anschaut, hier in der Vergangenheit, da weiß man, warum das nach oben korrigiert wurde. Ich habe mit den Leuten von der UN darüber konferiert und die haben mir gesagt, es gibt drei Punkte, die dazu geführt haben, dass sie immer nach oben haben korrigieren müssen. Einerseits ist die Kindersterblichkeit schneller zurückgegangen, als man es ursprünglich angenommen hat, also toll. Die AIDS-Sterblichkeit ist weniger groß gewesen, als man angenommen hat, auch aufgrund besserer Medikamente, was man nicht vorhergesehen hat, also auch toll. Und das Dritte ist, in den Ländern südlich der Sahara hat sich die Geburtenrate langsamer abgenommen, als man es vermutet hat ursprünglich. Alles drei führt dazu, dass die Projektionen immer nach oben korrigiert wurden. Und wie gesagt, jetzt, was man früher nicht wusste, genauso wissen wir heute nicht, was zukünftig passieren wird. Ja, schließlich ist Kinderkriegen ja auch eine individuelle Entscheidung, die dem freien Willen unterliegt und damit letztendlich prinzipiell nicht vorhergesagt werden kann. Und wie gesagt, Corona kann was ausmachen. Vielleicht finden die Menschen jetzt, Corona macht die Weltlage unsicher, bekommen wir mal lieber weniger Kinder. Klima ist schlimm, bekommen wir vielleicht mal weniger Kinder. Dann möchte ich nicht noch mehr Kinder in diese schwierige Situation bringen. Das ist eine Überlegung. Auf der anderen Seite lesen wir, dass die Armut in der Welt zunimmt. Also mehr Menschen sind von Armut betroffen durch die Corona-Krise. Und wir werden es dann noch sehen, je ärmer die Menschen sind, desto mehr Kinder bekommen sie. Einfach so als einen empirischen Befund. Das heißt, das kann dazu führen, wenn die Armut steigt, dass letztendlich auch die Anzahl der Kinder steigt und damit die Weltbevölkerung wieder stärker anwächst. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, im Prinzip der Bereich, der möglich ist, ist relativ breit. Was naheliegend ist, ist irgendwo in dem Bereich, aber es kann auch drüber und es kann auch drunter liegen. Dabei sind diese grünen Punkte ganz wichtig. Das sind nämlich die den Szenarien zugrunde liegen, die im aktuellen, in dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates, des IPCC, als Basis genommen werden für die Szenarien. Das heißt, das hier sind die Szenarien, die dort, die Bevölkerungsszenarien, die verwendet werden. Dummerweise hat dieses Institut inzwischen selber ein Update publiziert, was höher liegt. Also die liegen einerseits niedriger als die UN, was schon ein bisschen einen kritisch stimmt, und auf der anderen Seite haben die selber eine Erhöhung der Zahlen publiziert. Das bedeutet aber, alles, was heute jetzt vom Weltklimarat veröffentlicht wird, basiert auf Daten, die zu optimistisch sind. Und das wissen wir schon, das wissen wir heute schon letztendlich. Und das ist ein bisschen fatal. So, und was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass die SSPs, diese Shared Social Economic Pathways, eigentlich alle zu niedrig liegen im Vergleich zu dem Bereich, den wir eigentlich erwarten. Außer dem SSP3, dem Worst-Case-Szenario. Insbesondere das Middle-of-the-Road-Szenario, das SSP2, das also ein bisschen so suggeriert, als dass sich die Weltbevölkerung so entwickelt, wenn wir nichts unternehmen, das liegt also deutlich unter dem Bereich, den wir erwarten würden. Das heißt nicht, dass diese Szenarien nicht erreicht werden können. Wenn wir entsprechende politische Maßnahmen ergreifen, wer weiß, dann können wir da hinkommen. Ja, aber das müsste dann auch laut gesagt werden. Wenn wir nichts tun, landen wir wahrscheinlich tendenziell eher hier oben. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass bei den Berechnungen, bei den Szenarien, die wir betrachten wollen, vielleicht es besser ist, wenn wir die gesamte Bandbreite der möglichen Entwicklungen berücksichtigen und wie ich es vorher erklärt hatte, besonders die in dem hohen Bereich. Denn wir wollen ja die Maßnahmen bewerten, die wir ergreifen. Und wenn die nur hier unten funktionieren und uns auf einen nachhaltigen Pfad bringen, das hier oben aber genauso passieren kann, dann haben wir ein Problem, weil das hier oben ist halt realistisch möglich und dann reichen die Maßnahmen nicht. Und die sollten auch dann reichen, wenn wir hier oben ankommen. Das entspricht auch dem sogenannten Vorsorgeprinzip, was bedeutet, dass wenn man nicht sicher ist, dass man irgendwo negative Dinge ausschließen kann, dann muss man diese negativen Dinge gefälligst mit berücksichtigen, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Da ist das sogar in EU-Recht beispielsweise gegossen. So, damit wissen wir ungefähr, wie wir die Weltbevölkerung berücksichtigen müssen. Wir sehen, dass die Weltklimarat-Szenarien womöglich zu niedrig sind. Wir müssen gerade die oberen Szenarien auf jeden Fall mit berücksichtigen. Der zweite Aspekt, dem ich mich zuwenden möchte, das ist jetzt die Energie. Und da möchte ich die Substitutionsrate betrachten. Die Substitutionsrate ist der Teil am Primärenergiekonsum, der in einem Jahr durch Zunahme von Wind- und Sonnenenergie erneuerbar substituiert wird. Klar, alles verstanden? Logisch. Ich erkläre es doch mal andersrum. Wir haben in einem Jahr eine bestimmte Produktion von Sonnen- und Windenergie. Im nächsten Jahr haben wir mehr produziert, deswegen, weil wir inzwischen Sonnen- und Windenergie zugebaut haben, also Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen. Dieses Mehr können wir ausdrücken prozentual zu dem, was wir insgesamt in Primärenergie konsumieren. Und diesen Anteil, was wir also in einem Jahr
anteilig zugebaut haben, das ist die Substitutionsrate. Und wenn man die Substitutionsrate jetzt darstellt als Funktion der Zeit, das ist hier getan, dann sieht man, wie die Punkte liegen. Die liegen fast auf einer Geraden. Gleichzeitig ist es so, dass hier die Achse logarithmisch skaliert ist. Und logarithmisch skaliert, wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, wenn dann eine Kurve als Gerade rauskommt, dann bedeutet das exponentielles Wachstum. Und spätestens seit Corona wissen wir, exponentielles Wachstum bedeutet, es wächst immer schneller und es kann am Ende verdammt schnell werden. Und das ist natürlich gut in diesem Fall, denn es bedeutet, dass wir erneuerbare Energie immer schneller ausbauen werden und wenn es so weitergeht wie in der Vergangenheit, und das kann dann auch verdammt schnell gehen. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass wir in dieser kurzen Zeitspanne, die uns bleibt, überhaupt die Chance haben, die Energiewende zu schaffen. Wäre das nicht so, hätten wir ein Problem. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir heute bei 0,5% pro Jahr angekommen sind. Und das kann man jetzt nochmal nutzen, um die Substitutionsrate ein bisschen plausibel zu machen. Wir haben heute global gesehen etwa 10% der Energie, die wir erneuerbar herstellen. 90% sind nicht erneuerbar. Wenn wir mit dieser Rate weitermachen, das heißt von den 90% jedes Jahr 0,5% ersetzen, also 90 durch 0,5, bedeutet das, dass wir 180 Jahre für die Energiewende brauchen. Und das ist natürlich nicht akzeptabel, das wissen wir. Das heißt, wir müssen wesentlich schneller sein, wir müssen die Substitutionsrate viel höher machen. Und da möchte ich jetzt zwei Szenarien betrachten, die hier gezeigt sind. Einerseits ein einfaches und ein herausforderndes Szenario. Bei dem herausfordernden Szenario gehen wir von der maximalen Steigerung, die wir jemals hatten, aus. Das heißt, wir strengen uns wirklich ein bisschen an und gehen hier auf eine Substitutionsrate von 4%. Bei dem einfacheren Szenario gehen wir mit der aktuellen Steigung quasi weiter und auf die Hälfte hier auf 2% pro Jahr Substitutionsrate. Nun, wie sind diese Grenzen gewählt und wo kommen die überhaupt her? Etwa bei 3-4% liegt die ökonomische Obergrenze dessen, was wir an Substitutionsrate erwarten dürfen. Warum? Nun, wenn wir die Energiewende geschafft haben werden, dann haben wir ja sehr einen großen Bereich, wo wir Energie mit Wind- und Sonnenenergie erzeugen. Die Lebensdauer dieser Anlagen von der Windkraftanlage oder von der Photovoltaikzelle ist etwa 25 bis 30 Jahre. Das heißt, jede Anlage müssen wir nach 25 bis 30 Jahren austauschen, erneuern. Das bedeutet, auf den gesamten Park an Anlagen, den wir haben, müssen wir pro Jahr etwa 3-4% austauschen. Also die Produktionskapazität für Windkraftanlagen und für Photovoltaikzellen, die wir langfristig brauchen, ist etwa 3% dessen, was wir insgesamt installiert haben. 3-4%. Und jetzt ist der Punkt, wenn wir heute im Rahmen der Energiewende Produktionskapazitäten für Photovoltaikanlagen und Windkrafträder aufbauen, die größer sind als das, müssen wir das hinterher wieder zurückbauen, weil wir es nicht mehr brauchen. Und entsprechend muss man sich jetzt klar machen, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt Leute gibt, die Geld da rein investieren, Produktionsanlagen für so eine Überkapazität quasi in die Gegend zu stellen und damit Dinge zu produzieren. Ja, das ist vor allen Dingen ein relativ kurzes Vergnügen. Je höher wir gehen, desto kürzer dauert ja die Energiewende, desto schneller sind wir fertig, desto weniger Zeit ist eigentlich, dass die Investitionen sich amortisieren. Das bedeutet andersrum, wir müssen davon ausgehen, dass wohl so bei 3-4% irgendwie so ein Maximum ist, was wir erreichen können. Wir können mehr, aber dann müssen die Staaten irgendwie sagen, wie sie es finanzieren wollen, weil das nicht mehr unbedingt ökonomisch sinnvoll ist. Also das trägt sich nicht mehr unbedingt alleine. Und man kann jetzt rauskriegen für diese beiden Szenarien, was es bedeutet. Das Herausfordernde, da schaffen wir es. Da sind wir 2044 fertig mit der Energiewende und wir werden etwa 1,7 Grad Klimaerwärmung bezogen auf den vorindustriellen Wert erreicht haben. Bei dem einfacheren Szenario wird es etwas länger dauern, bis 2068, und wir erreichen die Temperatur von 2 Grad. Also gerade so eben innerhalb des Pariser Klimaabkommens. Und das bedeutet natürlich, irgendwo in dem Bereich muss die Realität am Ende rauskommen, möglichst bei dem Grünen, womöglich noch höher, aber wie gesagt, das ist unwahrscheinlich, dass das machbar ist auf der globalen Ebene. Auch deswegen, weil es immer länger dauert mit den Abkommen. Es sind auch jetzt keine verbindlichen Abkommen wirklich da. Es gibt zwar Versprechen, kommen aber lange nicht in diesen Bereich hinein. Wie lange wollen wir noch warten? Und vor allen Dingen, wie lange wollen wir damit warten, wirklich die Energiewende anzugehen und umzusetzen? Die Konsequenzen des Wartens möchte ich hier darstellen. Hier ist gezeigt die Substitutionsrate, die wir einstellen können, zusammen mit der ökonomischen Obergrenze. Und hier unten ist dargestellt,
wann wir denn mit der Substitutionsrate richtig loslegen. Das ist angenommen, dass wir mit diesem halben Prozent pro Jahr weitermachen und irgendwann uns entscheiden, mal richtig mit der Energiewende voranzumachen. Also sind die Abkommen dann abgeschlossen und dann geht es so richtig los mit der Energiewende bis auf die entsprechenden Substitutionsraten. Und dann ist farblich hinterlegt, welche Temperaturen wir erreichen. Und wir sehen, wenn wir heute uns loslegen, quasi hochfahren bis auf, ich sage mal, 4%, das ist die Obergrenze des ökonomisch Machbaren oder Sinnvollen, muss man sagen. Man kann drüber, wie gesagt, das ist keine harte Grenze, aber so eine etwas weiche, dann kommen wir bei knapp 1,7 Grad raus. Dabei muss man dazu sagen, hier sind keine negativen Emissionen berücksichtigt. Negative Emissionen bedeutet, wenn wir CO2 aktiv aus der Atmosphäre wieder zurückholen, wenn wir das nicht machen, werden wir knapp 1,7 Grad erreichen. Das 1,5 Grad Ziel ist ohne negative Emissionen fundamental nicht erreichbar. Punkt. Wir sehen außerdem, wenn man das auswertet, wenn wir immer 4 Jahre weiter warten, dann sind wir ein Zehntel Grad höher. Ja. Und das geht immer höher, immer weiter, je nachdem halt, wie lange wir warten. Wir sehen außerdem, was es für einen Einfluss hat, wenn wir es nicht so anstrengen. Hier die 2-Grad-Grenze ist irgendwie da. Das heißt also, mindestens so viel müssen wir uns anstrengen, wenn wir wenigstens 2 Grad erreichen wollen. Und wenn wir halt besser werden wollen, müssen wir uns wirklich verdammt anstrengen, wenn wir da hinkommen wollen. Das kann man jetzt in Ruhe sich angucken, die Grafik. Und man sieht aber auf der anderen Seite, was wiederum positiv und auch wichtig ist in der Kommunikation. Jedes bisschen mehr anstrengen, jedes bisschen früher anstrengen, bringt etwas. Wir kommen bei einer niedrigeren Temperatur raus. Insofern ist es wichtig, dass wir uns maximal anstrengen und so früh wie möglich anstrengen, weil wir dann eine Chance haben, wirklich die Temperatur auf ein Minimum quasi zu begrenzen. Denn wir wissen ja von den Klimaforschern, je länger quasi wir die hohen Temperaturen haben, je höher die Temperaturen sind, desto dramatischer wird das. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich eigentlich da den Klimawandel stoppen an dieser Stelle. So, jetzt spielt aber noch was anderes hinein. Wenn wir das also gemacht haben, die Energiewende geschafft haben, dann sind wir safe, oder? Bei 1,7 Grad beispielsweise. Ist das so? Wir wissen, dass wir dann vielleicht die Kipppunkte gerade vermieden haben, aber im Hintergrund kommen solche Dinge ins Spiel, wie sie hier gezeigt sind. Die fangen ganz langsam an, aber die werden uns am Ende überrollen. Das ist der Anstieg des Meeresspiegels als Funktion der Zeit. Man sieht, man hat hier die blaue Kurve und rundherum die etwas streuenden Daten, die aus diversen Messungen kommen. Und man sieht jetzt, dass also die Steigung hier von dieser blauen Kurve immer stärker wird. Das heißt, der Meeresspiegel wächst immer schneller. Das sind pro Jahr zwar bloß ein paar Millimeter, aber das läppert sich. Und was will uns diese Grafik jetzt eigentlich sagen? Wir wissen ja, die Temperatur ist angestiegen seit hier der Zeit hier, Anfang der 90er Jahre bis heute quasi, ist die Temperatur angestiegen. Je höher die Temperatur, die globale mittlere Oberflächentemperatur, desto schneller schmilzt das Eis auf Grönland und in der Westantarktis insbesondere, desto schneller steigt der Meeresspiegel. Das heißt, je wärmer es wird, desto schneller ist dieser Anstieg. Also zu der Temperatur der Erde gehört bestimmte Abschmelzgeschwindigkeit des Eises und damit eine bestimmte Anstiegsgeschwindigkeit des Meeresspiegels. Wenn wir jetzt also bei 1,7 Grad dann nachher irgendwo landen werden, ist das mehr als heute. Heute sind wir bei 1,2, 1,1 Grad etwa. Das heißt anderthalb Mal so viel. Das heißt aber auch, die Meeresspiegelanstiegsgeschwindigkeit wird höher sein als heute. Das bedeutet, es steigt schneller als heute und wird dann natürlich auch irgendwann nennenswert zunehmen. Wir sehen, das sind jetzt immerhin hier schon knapp 10 Zentimeter, die wir heute erreicht haben. Und das wird dann halt mit höherer Geschwindigkeit noch weitergehen. Das ist zunächst vielleicht mal nicht schlimm, aber natürlich mittelfristig fatal, weil bis Grönland abgeschmolzen ist und Westantarktis abgeschmolzen ist, da werden wir ungefähr ein paar hundert Jahre brauchen zwar, aber auf der anderen Seite wird der Meeresspiegel dann locker um 14 Meter, sagen die Experten, angestiegen sein. Und dann reicht für Holland keine Erhöhung der Deiche mehr. Dann ist Holland in Not. Und an anderen Stellen haben wir schon riesige Probleme, die haben wir schon wesentlich vorher. Sehr häufig sind in Flussdeltas sehr fruchtbare Regionen, wo ein Großteil der Nahrungsmittel hergestellt wird in den entsprechenden Ländern, beispielsweise das Mekong-Delta in Vietnam. Das ist eines der großen Gebiete, wo dort Ackerbau betrieben wird. Und wenn das wegbricht, bei nur einem Meeresspiegelanstieg von wenigen Metern bis Ende des Jahrhunderts, sagen die Szenarien teilweise bis fast 2 Meter Meeresspiegelanstieg voraus, dann ist das fatal. Dann haben wir auf der Hungerseite noch ganz andere Probleme, als wir sie heute schon haben.
Das bedeutet aber andersherum, wenn wir das hier stoppen wollen, und wir müssen es stoppen, weil es fatal ist, es ist ein Ausdruck davon, dass das Erdsystem heute nicht stabil ist. Und selbst wenn wir die Energiewende geschafft haben werden, ist dieses Erdsystem nicht stabil. Das bedeutet, wir müssen wieder zurückkommen auf einen Zustand vor heute. Wir müssen zurückkommen, sagen die Klimaforscher, auf etwa 350 ppm CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das entspricht etwa 0,5 Grad Klimaerwärmung und das hatten wir etwa Ende der 80er Jahre erreicht. Wir müssen also wieder zurück auf das, was wir Ende der 80er Jahre ausgestoßen hatten. So viel CO2 müssen wir einfangen aus der Atmosphäre. Das bedeutet andersherum ausgedrückt, es ist nicht 5 vor 12. Es ist schon längst Viertel nach. Wir sind mit Vollgas in die Sackgasse reingerauscht, haben CO2 in die Atmosphäre gepumpt mit maximaler Geschwindigkeit, mit maximaler Rate. Und das müssen wir alles wieder zurückholen. Wir müssen also Vollgas im Rückwärtsgang fahren, damit wir überhaupt die Kipppunkte noch vermeiden können. Und das ist natürlich etwas, was eine ziemlich große Bürde für zukünftige Generationen ist, ganz klar. Wie können wir jetzt das CO2 zurückholen? Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Wir können es mit Biomasse machen, wobei diese spezielle Technologie jetzt nur eine Möglichkeit ist. Das ist BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das heißt, ich baue Energiepflanzen an, verbrenne die, nutze das energetisch. Das hilft der Energiewende. Das CO2, was beim Verbrennen entsteht, das fange ich ein und pumpe es dann weg nach unterirdisch in beispielsweise alte Erdgaslagerstätten. Das sieht so ähnlich aus wie so ein Erdgasförderturm, aber im Prinzip ist es genau das Umgekehrte. Da wird also CO2 weggepumpt und das kann man also auch in andere, in andere Erdschichten reinpumpen. Da gibt es also Abschätzungen dafür, die Kapazitäten dafür sind im Prinzip relativ groß. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Bioenergy zu nutzen. Es gibt auch Biokohle und andere Vorschläge, die aber im Wesentlichen auf Biomasse basieren, die man nutzen kann. Immer brauche ich aber Landfläche dafür. Ich muss ja die Biomasse irgendwo anbauen. Dafür brauche ich Landflächen. Wir hatten gesehen, Landfläche ist womöglich knapp. Die andere Möglichkeit, die im Prinzip besteht, ist, das mit Technologien zu machen, mit sogenannten Sorptionsverfahren. Ich bin Verfahrenstechniker, ich kenne diese Verfahren, ich kann sie mir anschauen, ich kann sie bewerten und da findet man in zuverlässigen Quellen, die versucht haben, das abzuschätzen, die Angaben zum Energiebedarf einerseits und zu den Kosten. Und die Kosten, die realistisch sind, die kommen so auf ungefähr 200 Euro die Tonne CO2, um das wieder zurückzuholen. Wie viel ist das jetzt eigentlich? Und wenn wir das CO2 zurückholen wollen, mit einer ausreichenden Geschwindigkeit und insgesamt eine CO2-Ökonomie statt einer Bioökonomie aufbauen, das heißt auch die Materialien aus Kohlendioxid herstellen, was wir aus der Atmosphäre geholt haben, was beispielsweise große Chemieverbände in Deutschland vorschlagen, dann ist es so, dass wir dafür pro Kopf in entwickelten Ländern etwa 6.000 Euro pro Jahr brauchen. Pro Kopf pro Jahr 6.000 Euro. Das ist für eine vierköpfige Familie sind das 24.000 Euro, die jeder jedes Jahr abdrücken darf. Und das Ganze für ungefähr 100 Jahre. Also eine riesige ökonomische Herausforderung. Es ist gleichzeitig klar, ärmere Länder können sich das nicht leisten. Das muss von den reichen Ländern abgedrückt werden, anders geht es nicht. Und da auch in reichen Ländern sich ein Großteil der Bevölkerung das gar nicht leisten kann, kann es nur so sein, dass das nicht die große Lösung ist. Das kann vielleicht Nischenapplikation sein, das wird aber nicht die große Lösung sein. Das heißt, die einzige Chance, das wirklich ökonomisch sinnvoll zu machen, ist das über Biomasse zu machen. Anders wird es nicht funktionieren. Es wird auf jeden Fall immer preiswerter sein, es über Biomasse zu machen. Das erhöht nochmal den Druck auf die Landfläche. Also müssen wir uns als nächstes die Landfläche jetzt mal genauer anschauen. Dazu habe ich hier dargestellt, wie viel verfügbare Landfläche, fruchtbare Landfläche jeder hat. Das ist sozusagen das, was jeder haben soll. Es sind ungefähr 6.500 Quadratmeter pro Kopf. Damit muss jeder aktuell zu Rande kommen. Die Gesamtfläche der fruchtbaren Landfläche geteilt durch die Anzahl der Menschen, die wir heute sind. 6.500 Quadratmeter, das ist ungefähr ein Fußballfeld. Was machen wir damit? Wir bauen pflanzliche Nahrungsmittel an. Das ist so viel, nicht sonderlich viel. Wir bauen darauf Pflanzen an, mit denen wir Bioenergie machen, Biodiesel aus Raps, Bioethanol aus Zuckerrüben, aus Zuckerrohr, Zuckerrüben auch, aber das ist ja Zuckerrohr, verschwinden wenig, dieser gelbe Streifen hier. Wir bauen Biomaterialien an, Baumwolle, Raps und Stroh können wir nutzen, um
Detergenzien, das heißt Reinigungsmittel und Ethanol auch als Reinigungszwecke, für Reinigungszwecke oder als Rohstoff zu produzieren. Die Fläche, die wir dafür brauchen, ist auch relativ wenig. Auf der restlichen Fläche bauen wir Futtermittel an und wir haben Weiden. Der größte Teil der Landfläche ist also für die Erzeugung tierischer Nahrungsmittel. Okay, soweit so gut. Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen. In der Zukunft wissen wir werden mehr Menschen werden. Das bedeutet, die Fläche, die wir verfügbar haben, die fruchtbare Landfläche, die wird ja nicht nennenswert mehr. Ja, vielleicht schaffen wir es in ein paar Savannen ein bisschen was fruchtbar zu machen, aber das werden nicht riesengroße Flächen sein. Ja. Das heißt, wir teilen uns die verfügbare Fläche durch viel mehr Menschen. Und das bedeutet, wir haben weniger verfügbar. Und jetzt ist die bange Frage, reicht diese Fläche aus, uns zu ernähren? Glücklicherweise ist es so, dass die landwirtschaftliche Produktivität in den letzten Jahrzehnten sowohl der pflanzlichen als auch der tierischen Nahrungsmittel immer erhöht werden konnte. Das heißt, wenn man das berücksichtigt und die Zukunft weiterschreibt unter optimistischen Bedingungen, da geht es sich gerade aus, wie man in Österreich sagt. Ein bisschen was steht über, aber das ist die Ungenauigkeit der Methode, ob das jetzt übersteht oder weniger wird. Wir wissen auch, die Weltbevölkerung kann sich verändern. Das ist übrigens mit dem mittleren Szenario der UN gerechnet worden für 2050. Da ist diese Unsicherheit allemal drin. Das passt also ungefähr. Natürlich bedeutet Intensivierung der Produktion tierischer Nahrungsmittel, dass wir mehr Stallhaltung haben werden, um das mal so nebenbei zu erwähnen, wo wir auch wissen, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist und dass das zu Lachgasproblemen führen kann. Ach, Glück gehabt. Wirklich? Da haben wir was vergessen. Wir wollten doch CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Die billigste Methode, das zu machen, ist aufzuforsten. CO2 wird dann als Kohlenstoff in der Biomasse der Bäume und im Humus als auch Kohlenstoff, gebundener Kohlenstoff, gespeichert. Das ist die billigste Art und Weise, das zu machen. Braucht Landfläche. Dann BECCS oder Biokohle oder was auch immer biologisch, was wir sonst noch an Möglichkeiten nutzen wollen, gibt es verschiedene Varianten, braucht Landfläche. Auch das muss man berücksichtigen. Aber wir wollen ja noch mehr. Wir wollen ja eine nachhaltige Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft braucht mehr Fläche für die gleiche Produktion, ungefähr 15%. Es gibt da sehr unterschiedliche Angaben in der Literatur, 10 bis 20% findet man häufig. Ich habe mit 15% gerechnet, man findet auch größere Prozentzahlen in manchen Studien. Also wir brauchen 15% mehr. Auf der anderen Seite, was gerade in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren vielleicht durch die Presse gegangen ist, sehr häufig, ist die Biodiversität, die Artenvielfalt. Um die zu schützen, müssen wir Flächen für Tiere quasi und natürlich auch für wilde Pflanzen zur Verfügung stellen. Wir brauchen Blühstreifen zwischen den Feldern, wir brauchen Brachflächen. Nur dann können wir eine insgesamt eine ökologische Welt quasi bauen, wo auch die Tiere ihren Platz finden. Das braucht Fläche. So, jetzt kann man die Bilanz dafür ausstellen, kann sich ungefähr überlegen, wie viel brauchen wir dafür, und da kommt man auf diese Grafik. Also wir brauchen mehr für Bioenergie, das gelbe Feld ist größer geworden, wir brauchen mehr für Biomaterialien, selbst mit einer höheren Recyclingrate. Wir wollen ja keine fossilen Rohstoffe mehr für Kunststoffproduktion nutzen, aber wir brauchen Materialien auch in der Zukunft. Selbst mit mehr Recycling wird das etwas mehr Fläche sein, als es heute ist. Dann diese ganzen ökologischen Dinge, Aufforsten, Biolandwirtschaft, Brachflächen und da sind wir genau am Ende. Ein ganz klein bisschen ragt hier noch tierbasierte Nahrungsmittel rein. Aber das ist vernachlässigbar und es ist sicherlich im Rahmen der Ungenauigkeiten, die wir gesehen hatten, bleibt da sicherlich nennenswert nichts übrig. Das bedeutet, die tierischen Nahrungsmittel fallen hinten runter. Dafür haben wir schlichtweg keinen Platz. Woher kommt das? Nun, nochmal zur Verdeutlichung. 20% der Landfläche nutzen wir, um pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen, 80% für tierische Nahrungsmittel. Von den Kalorien her produzieren diese großen Flächen aber nur 18% der Kalorien. Die anderen über 80% sind pflanzliche Kalorien. Wenn ich diese Kalorien ersetzen wollte durch pflanzliche Nahrungsmittel, bräuchte ich nur 5% der Fläche, die ich hier für Weiden und für Futtermittelproduktion nutze. Das heißt, 95% dieser Fläche für die tierischen Nahrungsmittel ist schlichtweg verplempert. Und wir brauchen die Fläche für andere Dinge. Das hatten wir gesehen für BECCS, für Aufforstung, für Ökolandbau, für Brachflächen. Das heißt also, das können wir uns schlichtweg nicht leisten, weil es so völlig ineffizient ist. Und es ist nicht nur ineffizient bezüglich der Landfläche,
auch bezüglich der Kalorien. Wir wissen, dass wir, wenn man globale Statistiken nimmt, 2 Kilokalorien Futtermittel einsetzen für 1 Kilokalorie tierische Nahrungsmittel. Plus die ganzen Kalorien, die die Tiere noch auf den Weiden irgendwie zusammenkramen und konsumieren. Das ist nicht mal reingerechnet. Das heißt, wir haben einen Verlust von mindestens 50% der Kalorien, die wir reinstecken. Übrigens ist dieser Faktor auch der Grund dafür, warum tolle Vorschläge, die man manchmal hört, nicht funktionieren. Auch wenn ich Insekten produzieren möchte, muss ich mehr Kalorien reinstecken, auch etwa das Doppelte von dem, was ich rauskomme. Da wir aber so knapp sind mit den Nahrungsmitteln, können wir uns das nicht leisten. Kunstfleisch genau das gleiche, auch da muss ich mehr hineinstecken, als ich herausbekomme. Also alle diese Vorschläge, wo ich mehr reinstecke, als ich rausbekomme, sind aus diesem Grunde der Bilanz quasi eigentlich nicht gut für unsere nachhaltiges Wirtschaften und zur Bekämpfung des Hungers. Das heißt, wir stehen an dieser Stelle quasi, wo wir uns fragen müssen, wie wollen wir das Ernährungssystem zukünftig entwickeln? Tierische Nahrungsmittel können wir uns nicht leisten, wenn wir denn nachhaltig werden wollen. Das heißt, wir haben die Wahl. Essen wir tierische Nahrungsmittel, dann sind wir aber nicht nachhaltig, dann hungern wir Menschen oder wir können nicht vollständig nachhaltig produzieren. Oder verzichten wir auf tierische Nahrungsmittel. Und das habe ich hier nochmal dargestellt. Entweder ernähren wir uns so, wie es hier links gezeigt ist, das sind Bilder aus unserer Küche, ein paar Sachen davon habe ich auch selber produziert. Oder ernähren wir uns mit tierischen Nahrungsmitteln, Fleisch, Milchprodukte und Eier und nehmen dafür zwangsweise in Kauf, das ist unvermeidbar, dass die Menschen hungern, die wir dann notversorgen müssen, beziehungsweise dass die Regenwälder brennen. Das hier ist immer mit dem verknüpft, das geht gar nicht anders. Die Landfläche ist so ein knappes Gut und wir reizen sie bis zur Grenze aus, dass es nicht anders geht. Insofern bedeutet das, eigentlich ethisch vertretbar ist nur die pflanzenbasierte Ernährung. Punkt. So, dabei habe ich bis hierher immer sehr optimistisch gerechnet. Ich habe angenommen, dass die landwirtschaftliche Produktivität sowohl bei pflanzlichen Nahrungsmitteln als auch bei tierischen Nahrungsmitteln immer weiter steigt wie in der Vergangenheit. Das ist aber nicht so. Wir wissen es auch schon, dass es nicht so ist. Das sind die Zahlen hier, die Produktivität für Weizen in Tonnen pro Hektar, wiederum über der Zeit aufgetragen. Und man sieht in der Tat für die Welt, das ist die grüne Kurve, das ist fast eine Gerade. Das kann ich auch weit in die Zukunft rein extrapolieren. Ich bin noch lange nicht da, wo einige Staaten heute schon sind. Die sind viel höher hier, Deutschland und Frankreich, zwei große auch Weizenproduzenten. Die haben eine viel höhere Produktivität. Da sind wir hier noch lange nicht. Ja, in den USA, die ist ein bisschen wie die Welt, wächst ein bisschen langsamer, aber wächst auch linear. Und man sieht aber für Deutschland und Frankreich, ab etwa 2000 wächst es nicht mehr. Woran liegt das? Und ein Grund dafür kann natürlich der Klimawandel sein oder wird der Klimawandel sein. Wir wissen, dass etwa ab dem Jahr 2000 es deutlich trockener geworden ist. Danach sind also auch Dürren aufgetreten, sodass der Oberboden, der Wassergehalt im Oberboden halt weniger war, als es früher war und die Trockenheit länger angehalten hat über mehrere Jahre, was früher auch nicht der Fall so war. Das heißt, hier schlägt womöglich der Klimawandel zu. Und das wird natürlich weltweit so sein, dass die Produktivitäten abnehmen. Das bedeutet, wir müssen ernsthaft ins Kalkül ziehen, dass die Produktivität halt eben nicht linear weiter steigt für die pflanzliche Produktivität, wie es eigentlich angenommen ist. Und das können wir uns fragen, was das bedeutet. Hier ist angenommen jetzt oder ausgerechnet, wenn die landwirtschaftliche Produktivität im Jahr 2100, also dahin, wo wir projizieren quasi ans Ende des Jahrhunderts, wenn sie da um bestimmten Betrag weniger ist, als wir es optimistisch annehmen, also bezogen auf diese optimale Entwicklung. 10% weniger, 20% oder 25% weniger. Das ist schon verdammt viel, 25% weniger Produktivität, wobei wir im Bild vorher gesehen haben, in Deutschland, Frankreich haben wir das in 20 Jahren geschafft, dass wir da ungefähr 20%, knapp 20% weniger effizient sind, als es die optimistische Projektion vorhersagt. Auf der anderen Seite ist die Weltbevölkerung skaliert und man sieht es hier auch wieder 2100, die verschiedenen Varianten. Wir wissen, eigentlich denken wir, dass wir hier wahrscheinlich sind, darunter ist zwar möglich, aber nicht unbedingt wahrscheinlich und ein Referenzszenario, was ich gerechnet habe, was auch in den Bildern vorher teilweise immer aufgetaucht ist, ist dieses hier nach dem SSP3, also Worst Case, entsprechend den Studien, die der Weltklimarat auch verwendet. Und da sehen wir, dass wir etwa 2,5% pflanzliche, 2,5% tierische Nahrungsmittel nutzen können. Ja, also das sind hier diese farbliche Skala, gibt an, wie viel tierische Nahrungsmittel gerade noch möglich sind. Hier sind es 2,5% etwa. Und wir sehen, wenn wir jetzt halt
weniger Menschen werden, dann wird es besser, dann könnten wir uns mehr tierische Nahrungsmittel erlauben. Aber wenn auf der anderen Seite die Produktivität abnimmt, und wie gesagt, damit müssen wir rechnen, dass das passieren kann, dann sehen wir, das wird ganz schnell wieder weniger. Wir sehen insgesamt, dass hier natürlich jetzt sozusagen die planetare Grenze ist. Darüber dürfen wir nicht kommen. Sobald wir hier in den weißen Bereich reinkommen, ja, dann reicht es nicht mal mehr vollständig auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten. Dann geht sich das Ganze nicht aus. Dann werden zwangsweise mehr Menschen hungern oder wir werden weniger nachhaltig produzieren. Das heißt also letztendlich, da von dieser Grenze müssen wir versuchen, möglichst weit wegzubleiben. Und das zeigt so ein bisschen, dass man die Argumentation umdrehen muss. Man liest heute in Studien auch, die sind überschrieben, quasi im Titel mit, wie viele Menschen kann die Erde denn tragen? Was ist die Tragkraft der Erde? Wie viele Menschen können wir ernähren? Das ist falschrum gefragt. Ja, das bedeutet immer, wie weit nach rechts und wie weit können wir denn ja noch gehen, womöglich. Ja, das ist aber Kappes. Wir wissen nicht, wo wir hier rauskommen werden. Wir wissen nicht, wo wir da rauskommen werden. Das können wir nicht vorhersagen. Wir wissen nicht, wie der Klimawandel sich auf die landwirtschaftliche Produktivität auswirken wird. Das können wir nur erahnen, dass es womöglich Schwierigkeiten gibt. Mehr nicht, quantitativ können wir das nicht sagen. Das bedeutet eigentlich, wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, wieder Vorsorgeprinzip, dann müssen wir den Abstand zu den planetaren Grenzen so groß wie möglich machen. Und das bedeutet natürlich, auf tierische Nahrungsmittel verzichten und versuchen, die menschliche Entwicklung möglichst zu begrenzen, also die Entwicklung der Weltbevölkerung. Letzteres ist sicherlich ganz wichtig, aber da kann man jetzt nicht einfach hingehen und Verhüter verteilen, das wird nicht funktionieren. Das ist auch postkolonialistisch, das gehört sich nicht. Das heißt, da muss man andere Dinge sich überlegen. Aber glücklicherweise gibt es da eine Möglichkeit, die man nutzen kann, und das passt auch mit einem Sustainable Development Goal ganz gut zusammen. Und zwar kann man auftragen, die Fertilität in Kindern pro Frau, das ist die Anzahl der Kinder, die eine Frau in ihrem Leben bekommt, als Funktion des Bruttoinlandsproduktes in US-Dollar pro Person. Bruttoinlandsprodukt ist der Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen. Und natürlich ist nicht die Fertilität jetzt nur pro Frau, das ist natürlich im Prinzip pro Familie. Ja? Aber so wird das halt eben typischerweise angegeben, weil man die Kinder der Frau einigermaßen eindeutig zuordnen kann normalerweise. Und da sieht man, dass halt eben ab etwa einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 5.000 Dollar pro Kopf, und das ist immer pro Jahr gerechnet, da schwankt die Anzahl der Kinder etwa um zwei. Das heißt, zwei Eltern bekommen zwei Kinder, das ist nachhaltig oder macht die Nachhaltigkeit zumindest nicht schlechter. Wenn da mehr Kinder pro Frau sind, bedeutet das, dass die Ressourcen, die zwei Eltern zugeordnet haben, quasi mehr Kinder sich teilen müssen. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Da werden die Ressourcen immer knapper. Das heißt, wir müssen versuchen, dass die Entwicklung der Länder voranzutreiben, also die Wirtschaft irgendwie zum Laufen zu bringen, auch in diesen ärmeren Ländern, damit die Punkte nach rechts rüberrutschen und dann nach unten sich bewegen. Wenn man die historische Entwicklung einiger Länder anschaut, dann sieht man das auch, dass wenn sie nach rechts rutschen, sie meist mit einer gewissen Zeitverzögerung dann auch nach unten gehen. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, über das Erreichen des SDG 1, das ist halt eben Armut zu besiegen, dass wir dort halt eben es schaffen, auch die Geburtenrate zu begrenzen auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass wir da irgendwie eingreifen müssen. Natürlich auch Bildung und auch Zugang zu Verhütungsmitteln insgesamt spielt da eine Rolle, aber das Wichtige ist halt eben, das voranzubringen mit der Entwicklung. Die Wirtschaft irgendwie dort ans Laufen zu bringen. Dabei, um das auch deutlich zu sagen, das muss jetzt nicht unbedingt am BIP gemessen werden. Da gibt es ja auch entsprechende Kritik daran, dass das ein westliches Modell ist, was woanders womöglich nicht funktioniert. Aber trotzdem, in den Ländern muss halt ausreichend Lebensstandard möglich sein, dass wir etwas Vergleichbares haben zum BIP womöglich, dass es den Menschen so gut geht, dass sie weniger Kinder bekommen. Weil wenn das nicht ist, dann müssen wir mit diesen Dingen rechnen, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben. Dass die Menschen in großen Scharen zu uns kommen. Ich sollte gleich vorneweg sagen, ich habe nichts gegen Migration. Punkt. Aber wenn die Situation in den Heimatländern dieser Menschen so schlecht wird, aufgrund des Klimawandels, aufgrund fehlender Nahrungsmittel, aufgrund unzumutbarer Arbeitsverhältnisse oder keiner Arbeit, die verfügbar ist, weil die Wirtschaft da einfach nicht funktioniert, dann werden die Menschen sich einfach zu uns auf den Weg machen und eben nicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern ein paar hunderttausend, ein paar Millionen. Damit müssen wir rechnen als Worst Case. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir den Menschen die Perspektive eröffnen, auch in ihrem Heimatland ordentlich leben zu können.
Und da wir nun einmal diejenigen sind, die diese Wirtschaftskraft haben, nur wir können das leisten letztendlich, müssen wir im Prinzip auch dort quasi federführend dafür sorgen, dass es den Menschen dort, dass wir sie unterstützen quasi, dass sie dort besser leben können, auch bezüglich ihrer Wirtschaft und ihres gesamten gesellschaftlichen Systems. Das heißt jetzt beileibe nicht, wird westliche Werte dort auf und westliche Wirtschaftssysteme aufoktroyieren, darum geht es gar nicht, aber den Menschen vor Ort helfen, dass es ihnen dort besser geht. Weil sie wollen ja in aller Regel gar nicht zu uns. Sie wollen ja eigentlich in ihrer Heimat leben. Ja? Und darin müssen wir sie unterstützen, dass sie dort gut leben können. Das heißt, wir brauchen viel mehr Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspartnerschaften mit entsprechenden Ländern, um den Menschen dort zu helfen. Und das ist sicher auch keine einfache Aufgabe, da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Es gibt das UN Development Program, die mit sehr viel Engagement, sehr viel Energie versuchen, das voranzutreiben, aber beispielsweise viel zu wenig auch finanziell ausgestattet sind und immer nur gerade sozusagen den Zuwachs an mehr Menschen praktisch etwas besser stellen, aber die große Menge der Menschen in armen Ländern gar nicht letztendlich wirklich erreichen können. So, damit haben wir so einen gewissen Bogen aufgespannt von Dingen, die wir tun müssen. Und die Frage ist jetzt, können wir das gegeneinander bewerten? Wie wichtig ist das Einzelne denn? Und das möchte ich versuchen mit einer Grafik, die ich hier zeige, erst einmal in sehr nackter Form, das wird gleich voller werden. Und zwar ist das die emittierte Menge CO2 insgesamt seit Beginn der Industrialisierung in Gigatonnen. Wir sind heute etwa hier, da haben wir, werden wir gleich noch sehen, 2400 Gigatonnen CO2 ausgestoßen. Das ist eine unvorstellbare Menge. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist also das, was wir ausstoßen als graue Fläche. Und da sollte ich dazu sagen, da sind auch schon Dinge reingerechnet, die durch Landnutzungsänderung passieren. Denn wenn wir ja Weideflächen umwandeln wollen in Ackerland, bedeutet das, dass zwangsweise weniger Humus enthalten ist, zumindest bei konventioneller Landwirtschaft. Das müssen wir erst hinterher durch ökologische Landwirtschaft, durch gezielten Humusaufbau wieder einfangen quasi. Das ist auch alles mit reingerechnet. Aber auch dieses erste Ausstoßen ist mit reingerechnet und trägt zu diesem Wert hier quasi bei. Und dann gehen wir hin halt ab etwa Ende der Energiewende und legen so richtig los, damit CO2 einzufangen. Das ist in den Szenarien bei mir mit berücksichtigt. Und das ist quasi dieser Abstand hier, so das ist dann die BECCS und oder andere Dinge, Biokohle oder was auch immer. Und LULUCF, das steht für Land Use and Land Use Change inklusive Forestry. Das heißt also das, was durch Landnutzungswandel womöglich eingefangen wird. Eben Aufforstung. Das bedeutet aber auch Moore wieder vernässen und halt eben ökologischer Landbau, wo ich Humusaufbau gezielt fördere und halt eben das BECCS. Alle diese Dinge tragen dazu bei, sodass netto letztendlich die emittierte Menge, also das, was dann noch verblieben ist an CO2 in der Atmosphäre, dieser hellgrauen Kurve hier entspricht. Das heißt, das ist dann quasi das, was wir effektiv netto ausgestoßen haben, die Atmosphäre. Wir sehen, wir da durchlaufen ein Maximum, danach nimmt es ab. Entsprechend wird die Klimaerwärmung hier im Maximum etwa beispielsweise bei diesen 1,7 Grad liegen und danach anfangen abzunehmen. Wenn wir es geschickt machen, sogar bis Ende des Jahrhunderts schon deutlich. Sodass wir 1,5 Grad gegen Ende des Jahrhunderts mit diesen negativen Emissionen, das sind ja diese negativen Emissionen, durchaus erreichen können. So, jetzt noch einmal die Werte eingetragen von heute, eben diese 2400 und zeitlich. Und wir wissen auf der anderen Seite eben von den Klimaforschern, dass um ein stabiles Klima zu bekommen, wir etwa auf diese 350 ppm, die ich schon erwähnt hatte, kommen müssen. Und das bedeutet etwa ein Netto-CO2-Ausstoß von 1200 Gigatonnen. Das heißt, wir müssen schon mal jetzt, heute müssten wir schon, um stabil zu werden, 1200 Gigatonnen zurückholen. Und noch alles das, was wir zukünftig ausstoßen, müssen wir auch noch zurückholen. Wenn man das macht, kann man ausrechnen, wie lange das dauert, etwa bis 2170 mit den Zahlen, die ich da zugrunde gelegt habe. Das heißt also die Energiewende so bis hier ungefähr und dann nochmal 100 Jahre weiter, dann haben wir das CO2 so weit abgesenkt in der Atmosphäre, dass wir auf einem stabilen Erdsystem sind. 100 Jahre. So weit sind wir in die Sackgasse schon reingerauscht, dass es 100 Jahre dauert, bis wir wieder rausgefahren sind. So ist das. Das ist der aktuelle Zustand. Also wir brauchen 30, 40 Jahre, um abzubremsen und dann wieder 100 Jahre, um rückwärts zu fahren. So ist das. Ja, also Viertel nach 12 ist optimistisch gerechnet. Ja. Und jetzt kann man vor diesem Hintergrund sich fragen, was bedeutet das, wenn wir jetzt andere Szenarien rechnen, wenn wir uns beispielsweise weniger anstrengen mit der Energiewende. Das ist hier gerechnet.
Heute haben wir 0,5% pro Jahr Substitutionsrate. Die Referenz, die ich hier gerechnet hatte, war 3% pro Jahr, also die untere Grenze des ökonomisch Sinnvollen. Warum die untere Grenze? Nur deswegen, weil ich nicht unbedingt so optimistisch bin, dass die Weltgemeinschaft jetzt da 4% und mehr pro Jahr erreichen wird, sondern 3%, das ist sicherlich was, was nötig ist einerseits, auf der anderen Seite womöglich gerade realistisch. Und dann 50% weniger ist also auf die Hälfte davon. Dann sehen wir stoßen mehr CO2 aus. Wir müssen dann auch mehr CO2 zurückholen. Die Temperatur steigt höher an. Wir haben also netto mehr ausgestoßen. Das bedeutet auch höhere Temperatur. Und danach geht es zurück und wir brauchen 55 Jahre länger. 55 Jahre länger und höhere Temperatur, da sagen uns die Klimatologen, das sollte man lieber nicht machen, weil da kommen wir näher an die Kipppunkte ran. Und wir wissen dann bei den Temperaturen, die wir hier erreichen, auch nicht, das wird also über 2 Grad sein, reicht nicht, um Kipppunkte sicher ausschließen zu können. Selbst hier bei dem Hellgrauen ist es noch so gerade an der Kippe quasi, dass wir das womöglich Kipppunkte ausschließen können. So, was ganz wichtig ist in der öffentlichen Diskussion, ist Energiesparen. Wir strengen uns an, ohne Ende Energie zu sparen. Was bringt das? Das ist hier gezeigt. Und zwar Energiesparen natürlich von den Ländern, die viel verbrauchen, eben den, was man als entwickelte Länder bezeichnet, die OECD-Länder. Die verbrauchen im Mittel etwa heute 49.000 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr. Auf der anderen Seite gibt es so eine untere Grenze, was man konsumieren muss. In der Gesellschaft leben bedeutet einfach, dass man einen minimalen Energiekonsum hat. Und da gibt es eine Studie dazu, die sagt, 27.400 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr wird man wohl minimal brauchen, wenn man in einem entwickelten Land leben möchte. Ich muss zur Arbeit kommen, ich muss das Haus heizen, ich muss Beleuchtung haben irgendwie. Ich brauche eine bestimmte Energiemenge. Die Landwirtschaft braucht Energie, ich brauche zum Produzieren bestimmte Energiemengen. Das ist einfach etwas, was die Gesellschaft braucht, eine minimalen Energiemenge. Da kann man sicherlich ein paar tausend Kilowattstunden pro Jahr hin und her rechnen und hin und her argumentieren, aber es wird eine untere Grenze geben, die ungefähr in dieser Größenordnung liegt. Und auch hier ist jetzt wieder gerechnet, 50% sozusagen in Richtung zu dem Ideal. Von heute auf das Ideal hingerechnet, 50%, dann komme ich bei 38.000 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr etwa raus. Was bringt mir das? Und das, die graue Kurve, diese graue Fläche über das, was wir eben hatten, ohne Einsparung, jetzt mit Energieeinsparung, fast nichts. Ja, nicht mal 50 Gigatonnen. Und hier unten auch irgendwie gerade mal 10 Jahre. Nichts. Wie kann das sein? Und trotzdem wird das also wichtig propagiert. Und einerseits gehen wir hier nicht auf Null. Ja, also selbst das Ideale ist ja nicht Null. Das reduziert natürlich den Effekt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in entwickelten Ländern nur etwa die Hälfte CO2 ausstoßen wie in weniger entwickelten Ländern. Das bedeutet natürlich, wir können einsparen, weil wir zu viel CO2 ausstoßen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, selbst wenn wir uns anstrengen, ändern wir nur ein Drittel an dem ganzen System. Oder nur von dem Drittel ändern wir was. Aber halt eben nicht mehr auf Null, sondern nur hin auf so einen idealen Zustand, was so ein Minimum ist. Und dabei ist es so, dass natürlich in diesen Szenarien berücksichtigt wird, dass die ärmeren Regionen sich entwickeln, dass sie Wirtschaft aufbauen. Das ist ja eines der Ziele, was wir gesehen hatten. Und dafür brauchen sie natürlich mehr CO2, also mehr Energie, und damit stoßen sie zunächst einmal auch mehr CO2 aus. Ja, bei uns nimmt das zwar ab, aber dort nimmt es zu. Das heißt, deren relativer Anteil wird zunehmen. Das heißt, unser Einfluss wird dadurch nochmal reduziert, weil eben die sich entwickelnden Länder immer mehr noch CO2 ausstoßen, sodass die Einsparung, die wir bei uns machen können, immer weniger ins Gewicht fällt. Und am Ende halt eben hier diese, ich sag mal, größenordnungsmäßig 50 Gigatonnen, die das ausmacht. So, das heißt aber, Energiesparen auf der anderen Seite, das ist gar nicht der große Bringer. Und darum ist es wichtig, kann man daraus direkt ablesen, dass man die großen Dinge bei den Energiesparen macht, da wo es wirklich was bringt. Langsamer auf der Autobahn fahren, Häuser isolieren, auf Flüge verzichten, auf weite Flüge insbesondere verzichten. Und man muss das in Relation setzen, man kann es auch in Relation setzen zu den Gesamtmengen, die wir an fossilen Rohstoffen heute nutzen. Da hatten wir gesagt, weltweit im Mittel etwa 5,6 Kilogramm pro Kopf und Tag, in Deutschland irgendwas zwischen 8 und 9 Kilogramm. Und bezogen auf diese Zahl muss es was bringen. Das heißt, wenn ich also zur Arbeit fahre jeden Tag mit dem Auto und da dann halt eben einen halben Liter oder so einsparen kann, dann ist das was.
wenn ich einen Flug einspare, der, was weiß ich, einmal halb um die Erde rum, hin und zurück, das sind auch diverse 100 Liter, die ich einsparen kann an Kerosin. Das ist pro Tag gerechnet, wenn ich das einmal pro Jahr mache, wiederum in der Größenordnung von irgendwie einem Liter oder so oder von einem Kilogramm. Ja, und Häuser isolieren, dann kann ich für ein Haus, wo beispielsweise dann auch 4 Personen wohnen, kann ich locker 1000 Liter Heizöl oder so einsparen. Natürlich entsprechend Gas, wenn ich mit Gas heize. Das kann ich einsparen. Das ist pro Kopf und Tag wiederum gerechnet ungefähr ein Liter. Das heißt, ich muss in diese Größenordnung kommen, damit es wirklich relevant ist. Die 10 Gramm Plastikbecher einzusparen oder 10 Gramm oder 20 Gramm Plastiktüte, das bringt es nicht. Das sind nicht die Bringer. Und es ist wichtig, halt nicht nur irgendwas zu machen, sondern die großen Dinge zu tun. Warum? Um auch sogenannte Rebound-Effekte zu vermeiden. Rebound-Effekte vermeiden bedeutet, dass man, oder Rebound-Effekt bedeutet an sich, dass man halt was gut macht, aber weil es so gut ist, sich erlaubt, was dafür mehr zu machen. Das heißt, ein energiesparsames Auto, aber weil es so energiesparsam ist, macht man eine Spritztour am Wochenende, die man sonst nicht gemacht hätte. Oder jetzt, gerade wenn es um so kleine und große Sachen geht, dann ist es so, dass ich meinen Plastikbecher einspare und dafür mir dann die Spritztour am Wochenende mit meinem Luxusschlitten quasi erlaube. Mit meinem Sportflitzer oder was auch immer. Ja? Und das natürlich Energiekonsum bedeutet, der exzessiv dann irgendwo ist. Viel größer als das, was ich eingespart habe. Das ist dann der sogenannte Lizenzierungseffekt, das ist so ein moralischer Rebound-Effekt. Und das vermeide ich, wenn ich direkt sage, es sind nur die großen Sachen, die zählen, konzentriert euch auf die und das ganze Klein-Klein ist nett, macht es. Natürlich auch das bringt etwas. Alles, was ich weniger an CO2 ausstoße, muss ich später weniger zurückholen, das hatten wir ja gesehen. Aber der große Bringer ist es nicht. Wenn es einem Spaß macht, wenn es ins Lebenskonzept reinpasst, dass man unverpackt Sachen kauft, dass man Plastikbecher spart, dass man Plastiktüten spart, alles gut. Natürlich sind manche dieser Sachen aus anderen Gründen erstrebenswert. Plastik beispielsweise, um die Vermüllung der Meere, um die Vermüllung der Städte zu vermeiden, um Plastik einzusparen. Da ist das natürlich trotzdem wieder ein gutes Ziel, aber hat nichts mit Klima zu tun. Wir unterhalten uns hier erstmal über das Klima. Das heißt also, Energiesparen da, wo es was bringt, aber vorrangig da und das andere, wenn man Spaß dran hat. Das andere, was wir gesehen hatten, ist jetzt, wie sieht das aus mit tierischer Ernährung? Tierische Nahrungsmittel. Da hatten wir gesehen, das macht was aus. Und das ist hier gezeigt. Tierische Nahrungsmittel, heute sind wir bei 18%. Die Referenz, das was also im Referenzzustand möglich war, hatten wir gesehen, war gerade 2,5% tierische Nahrungsmittel, also 2,5% der Kalorien tierisch. Und da geht 50% gar nicht. Da sind wir völlig nicht nachhaltig, das funktioniert nicht. Da geht nur 20% uns hinzubewegen von dem idealen Referenzzustand auf diese 18% und dann mit 20% dahin sind wir bei 5,5%. Das heißt, wenn wir hochgehen von 2,5% tierische Nahrungsmittel auf 5,5% tierische Nahrungsmittelanteil in unserer Ernährung, dann ist die Energiewende genauso wie vorher. Das ist quasi diese graue Fläche, die wir da ursprünglich hatten, also das, was hier noch so rauslugt. Aber wir haben weniger Fläche zur Verfügung, um halt negative Emissionen zu machen. Das heißt, das Zurückholen des CO2 aus der Atmosphäre wird langsamer. Das ist jetzt diese dicke rote Kurve, die ich hier eingezeichnet habe. Und da brauchen wir am Ende 210 Jahre länger als im Vergleich zu diesem grauen Punkt. Ups. Das heißt also, das Wichtigste ist eigentlich, wenn ich langfristig stabil werden möchte mit dem Klima, auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten, uns rein pflanzlich zu ernähren. Das Zweitwichtigste ist, die Energiewende voranzutreiben, so schnell wie möglich. Und dann erst kommt Energiesparen. Und das ist auch so wenig wichtig, dass man da sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren muss. Und damit haben wir eigentlich dieses Systembild entwickelt und wir haben gesehen, was man daraus lernen kann. Wir haben gelernt, dass man bei der Weltbevölkerung ein breites Spektrum berücksichtigen muss, zusammen mit dem Vorsorgeprinzip dann halt auch die nicht so optimalen Fälle mit berücksichtigen muss. Wir haben gesehen, dass es ganz wichtig ist, sich pflanzlich zu ernähren, weil wir damit Fläche frei bekommen, die wir für andere Dinge brauchen. Wir sehen hierbei, wie wichtig ist es ist, wirklich als erster Stelle das zu machen. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist und was bringt, die Energiewende möglichst schnell zu machen, möglichst früh zu machen. Jedes bisschen, was wir da besser sind, bringt am Ende Temperatureinsparung, also weniger Klimawandel. Und wenn wir langfristig stabil werden wollen, ist es ganz wichtig, diese Dinge voranzutreiben. Auf der anderen Seite Energiesparen dort, das wird in Relation gesetzt und relativiert quasi, was man üblicherweise hört. Da kommt es darauf an, die wichtigen großen Dinge zu machen und das andere, wenn man Spaß dran hat.
Damit sehen wir, dass wir vier Dinge machen wollen: Energiewende und Energiesparen, da wo es was bringt, das rettet uns das Klima. Entwicklungspartnerschaften, um Armut zu besiegen, aber auch um das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Die vegane Ernährung, natürlich um das Klima zu retten. Einerseits die Klimagasausstöße der Landwirtschaft einzusparen, die auch nennenswert sind, aber auf der anderen Seite halt eben auch die Flächen zu schaffen, das wieder einzufangen zu können, das CO2 aus der Atmosphäre. Aber auch um den Hunger zu besiegen, um die Flächen zu haben, ausreichend Nahrungsmittel überhaupt nachhaltig herstellen zu können. Armut besiegen und Bevölkerungswachstum gestoppt ist dann auch nochmal gut für den Hunger, auch das Armut besiegen, dass die Menschen genügend Geld haben, sich die Sachen zu leisten, überhaupt zu kaufen. Das ist heute nicht der Fall mit 1,90 € pro Tag oder was die Menschen teilweise haben. Das reicht halt nicht für eine gute Ernährung aus. Und alle diese Dinge hier zusammen führen auch dazu, dass die Völkerwanderungen letztendlich gestoppt werden, dass wir es den Leuten attraktiv machen können, ausreichend attraktiv in ihrer Heimat wirklich zu bleiben, weil das ist das, was sie eigentlich wollen. Dazu muss natürlich die Politik hier, ich sag mal, belastbar Zusagen machen, hier belastbar sein, so dass im Prinzip die Menschen sich nicht auf den Weg machen, sondern darauf vertrauen, dass ihnen vor Ort so geholfen wird, dass sie dort ans Laufen kommen mit ihrer Gesellschaft, weil das sind Menschenrechte eigentlich. In einer funktionierenden Gesellschaft leben zu können, ist ein Menschenrecht, also in einer gesellschaftlichen Struktur. Und wenn man dieses System sich, die hier so ein bisschen angedeutet ist, verstanden hat, ist natürlich wichtig, dass man mit anderen darüber spricht und auch entsprechend Stellung bezieht und sagt, warum man diese Dinge hier halt macht, weil sie halt eben das System insgesamt stabilisieren. Das ist ganz wichtig. Und damit sehen wir, dass wir halt ganz viele dieser SDGs ansprechen. Keine Armut ist ein ganz klares Ziel bei den Entwicklungspartnerschaften. Kein Hunger hatten wir gesehen, verschiedene Dinge. Natürlich, wenn die Leute genügend Geld haben, dann können sie auch für Gesundheit und Wohlergehen sorgen, wenn eine Wirtschaft ist, die da irgendwie funktioniert, egal ob BIP gesteuert oder wie auch immer. Dann können sie sich Bildung leisten und so weiter. Einige Sachen werden nicht angesprochen, insbesondere die Dinge, die sich mit diesen eher materiellen und energetischen Bilanzen nicht abbilden lassen, so Dinge wie Geschlechtergleichstellung, weniger Ungleichheit, aber auch sowas wie Leben unter Wasser taucht in diesen Bilanzen zunächst einmal nicht auf. Also unter Wasser, das Leben könnte man vielleicht noch einbauen, aber das ist nicht das wesentliche Ziel. Aber diese Punkte, die nicht abgebildet werden, sind nur vier. Drei zur Gleichheit und das Leben unter Wasser. Das sind die einzigen Dinge, die quasi nicht berücksichtigt sind. Damit sehen wir, dass wir mit diesen vier Maßnahmen ganz viele der SDGs ansprechen. Ja, das erschlägt einen zunächst einmal diese vielen Ziele, aber mit vier Maßnahmen können wir ganz viel erreichen in ganz vielerlei Hinsicht. Natürlich ist das jetzt nicht ausgearbeitet. Wenn ich sage Entwicklungspartnerschaften, dann betrifft das ganz verschiedene Dinge implizit sozusagen. Und das bedeutet viel Detailarbeit noch. Aber diese vier Dinge sind ganz wichtig, diese in Fokus zu nehmen und darauf sich zu konzentrieren. Damit möchte ich ein bisschen zusammenfassen. Wir haben gesehen, vier Maßnahmen reichen aus: Energiewende, um das Klima zu retten, Energiesparen, da wo es besonders effizient ist, um die Energiewende einfacher zu machen und eben weniger CO2 zurückholen zu müssen, die vegane Ernährungswende, um halt Landfläche zu sparen, wo wir andere Dinge mitmachen wollen, nämlich halt eben mehr Nachhaltigkeit und den Hunger zu besiegen, und Entwicklungspartnerschaften, um die SDGs insgesamt voranzubringen und in zweiter Ordnung sozusagen das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Natürlich, wenn man sowas sagt, muss man sich fragen, wie komme ich dahin? Das bedeutet einerseits, dass ich hier beispielsweise CO2-Emissionen bepreise, wie wir es ja heute schon machen. Das zeigt Wirkung, auch sehr nachdrückliche Wirkung. Natürlich mit sozialem Ausgleich, das fördert dann Energiewende und Energiesparen. Und auf der anderen Seite das Bewusstsein schaffen, eben mit solchen Vorträgen wie diesem hier, weil wir viele Werteentscheidungen im täglichen Leben zur Ernährung und Energie treffen. Was esse ich? Wo fahre ich in Urlaub hin? Wie bewege ich mich fort? Alles das sind Entscheidungen, alltägliche Entscheidungen, die jeder von uns trifft, die über Ernährung und Energie letztendlich auf die Nachhaltigkeit zurückwirken. Und das ist ganz wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass man die richtigen Entscheidungen quasi für sein alltägliches Leben trifft. Und da sehen wir, damit ist nicht nur das Klima gerettet, sondern viele der SDGs sind vorangebracht, wenn man diese Maßnahmen so ergreift. Mir ist es dabei aber wichtig zu sagen, diesen letzten Punkt, es sind in diesem Bild von der Zukunft, von der Gesellschaft keine grundlegenden Änderungen bei Gesellschaft, Ökonomie, Lebensstil und so weiter möglich, nötig, lediglich ein Fortschreiben aktueller Entwicklungen. Was meine ich damit? Wir wissen, dass unser Wirtschaftssystem nicht optimal ist. Wir wissen, dass wir Lieferkettengesetz brauchen, dass wir es
verschärfen müssen, sogar womöglich gegenüber dem, was wir heute haben, weil wir wissen, dass in vielen Ländern die Arbeitsbedingungen gruselig sind und wir natürlich durch unseren Konsum damit direkt mitverantwortlich sind dafür. Und diese Verantwortung müssen wir übernehmen, beispielsweise. Und es gibt viele andere Dinge, wo die Gesellschaft sicherlich besser werden kann. Wir müssen aber nicht fordern zunächst einmal, dass die Ökonomie eine völlig andere wird. Ich glaube, das zu fordern ist auch ehrlicherweise gefährlich. Ganz einfach deswegen, weil die Ökonomie ja funktionieren muss. Alles das, was wir hier machen müssen, kostet ja. Wir müssen das leisten können. Wir brauchen eine funktionierende Gesellschaft und eine funktionierende Ökonomie, die das tragen kann, die die Energiewende finanziert, die den Umbau der ganzen Wirtschaftssysteme mitträgt. Auch die Landwirtschaft wird ja ganz anders sein. Wir werden die Landfläche anders nutzen. Also die Landfläche wird ja weiterhin genutzt werden, auch weiter intensiv genutzt werden. Nur halt eben für Becks, für Aufforstung und für Brachflächen ganz gezielt irgendwo. Das heißt auch, es wird Landwirte brauchen, Forstwirte vielleicht mehr als heute. Und das natürlich bedeutet, dass wir dort auch einen Umbau haben. Die ganzen Viehzüchter quasi, die wird es dann nicht mehr geben, aber dafür werden andere Dinge gemacht werden müssen. Das kostet am Ende des Tages auch Geld, weil es ja praktisch Leistungen für die Gesellschaft am Ende des Tages sind. So, diese Kosten, auch die Entwicklungspartnerschaften, sind natürlich ideell viel, aber am Ende kostet denn manches, auch weil es ja Menschen machen müssen, auch Geld. Auch das kostet Geld und deswegen kann ich nicht erst die Ökonomie völlig umbauen, wo ich dann unsicher bin, ob es dann hinterher wirklich funktioniert, sondern das muss ein gradueller Wandel sein, Schritt für Schritt, also eine Evolution und keine Revolution. Und dann sehen wir, dass mit diesen Maßnahmen, dass die völlig ausreichend sind, um basierend auf vorhandenen Technologien nachhaltiges Wohlergehen für alle Menschen sicherzustellen. Und dabei ist mir auch wichtig mit vorhandenen Technologien. Ich habe nichts von neuen Technologien gesagt. Alle die Sachen, die hier erwähnt sind, funktionieren im Prinzip. Mit ihnen ist gezeigt worden, dass sie in den entsprechenden Größenordnungen auch im Prinzip funktionieren können. Das wissen wir schon. Das einzige kleine Fragezeichen, was es gibt, aber das ist eigentlich kein wirkliches, ist die Energiespeicherung. Da haben wir sehr viele Ideen mit Wasserstoffspeicherung in unterirdischen Gasspeichern, die es schon gibt. Auf der anderen Seite mit Batterien, da kann man die Technologie weiterentwickeln. Aber selbst da wissen wir, wie es funktioniert und wir haben Technologien an der Hand, die wir eigentlich nur noch in den großen Maßstab bringen müssen, um sie dann wirklich anwenden zu können. Also vorhanden sind die Technologien, sie müssen halt eben nur in den Maßstab gebracht werden. Und dabei ist es jetzt wichtig, auch sich klarzumachen, alle diese Zusammenhänge gelten heute schon. Und das ist mir wichtig, das in einer besonderen Hinsicht auch klarzumachen. Ja? Wir haben Hunger, Migration, Regenwaldabholzung heute schon. Und die werden heute gefördert, schon natürlich durch den großen Anteil tierbasierter Lebensmittel, die wir nutzen. Ja, wir nutzen, wenn wir tierbasierte Nahrungsmittel essen, die Fläche, die fehlt, um die Menschen ausreichend zu ernähren und die dann dazu führt, dass der Regenwald abgeholzt wird, dass der Klimawandel schlimmer wird und dass damit auch die Migration zunimmt. Aber wir benutzen natürlich die Fläche auch exzessiv. Wir gehen heute hin und sind stolz darauf, Bio-Lebensmittel zu essen. Wir sind stolz darauf, Biokraftstoffe E10 zu haben, ja. Wir fördern Brachflächen finanziell innerhalb der EU beispielsweise. Teilweise sind Leute stolz darauf, dass sie CO2-Emissionen kompensieren, die teilweise mit Dingen, mit Aufforsten oder so etwas, wo wir auch Fläche wieder für brauchen. Alles das braucht Fläche. Das sind Maßnahmen, mit denen wir uns eigentlich ein gutes Ökogewissen erkaufen wollen, das wohl auch tun. Aber es ist klar, aufgrund der Konkurrenz um die Landfläche. Diese Maßnahmen sind aber nur dann nachhaltig und ethisch vertretbar, wenn parallel dazu auf eine pflanzliche, auf eine vegane Ernährung umgestellt wird, weil sonst diese Fläche für uns eigentlich gar nicht zur Verfügung steht. Ja, nur dann, wenn wir uns pflanzlich ernähren, haben wir diese Flächen, diese Dinge überhaupt zu machen. Sonst ist es unethisch, weil wir dann halt eben anderen Menschen das Essen wegessen und mitverantwortlich dafür sind, dass die Regenwälder brennen. Das gilt also auch heute schon. Und das zeigt so ein bisschen, dass man die Sichtweise verändern muss. Es ist nicht so, dass wir auf was verzichten müssen. Das ist ein Wort, was ich sowieso nicht mag. Verzichten bedeutet, dass ich glaube, ein Anrecht auf etwas zu haben. Und dann muss ich da gönnerhaft drauf verzichten, um halt eben nachhaltig zu werden. Das ist aber völlig falsch gedacht. Eigentlich ist es so, dass jedem Menschen ein Anteil der Ressourcen zusteht.
alle Ressourcen geteilt durch die Anzahl der Menschen ist das, was jedem Menschen an Ressourcen quasi verfügbar ist und zusteht. Auf mehr hat er erstmal keinen Anspruch. Und mit diesem Anteil müssen wir halt kreativ umgehen. Da können wir uns von ernähren beispielsweise und sonstige Dinge mitmachen. Wir müssen es aber nachhaltig machen, weil es muss ja auch für unsere Kinder- und Enkelgeneration noch verfügbar sein. Wenn wir so rumdenken, dann ist klar, wenn auf dieser Fläche, auf diesem Tortenstück quasi, wie es hier dargestellt ist, wenn da tierbasierte Nahrungsmittel nicht produziert werden können, weil die Fläche dafür einfach nicht da ist, dann gibt es das einfach nicht. Da können wir noch so kreativ sein. Ja, wenn das sich nicht ausgeht, dann passt es halt eben einfach nicht. Dann können wir uns nur pflanzlich ernähren. Da muss ich aber auf nichts verzichten. Ich hatte nie einen Anspruch darauf, weil ich habe nur auf meinen Anteil Anspruch, mehr nicht. So, das möchte ich als Schlusswort quasi stehen lassen. Das ist also etwas, was heute schon gilt und was wichtig ist, mir diese Sichtweise, diese veränderte Sichtweise rüberzubringen, die sich halt eben aus diesem Systemverständnis heraus direkt ergibt. Zum Schluss noch ein Hinweis darauf, dass es diverse Quellen gibt, wo man noch das Ganze vertiefen kann. Auf YouTube habe ich diverse Videos und Playlists. Es gibt eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einer entsprechenden Fachzeitschrift dazu. Es gibt einen Szenario-Explorer, den ich schon erwähnt habe, den man runterladen kann von dieser Webseite. Es gibt ein Buch von mir. Wenn man unbedingt noch Details wissen möchte, kann man dort noch mehr nachlesen. Nicht die allerjüngsten Sachen, aber im Prinzip sind alle die Gedanken dort auch niedergelegt. Damit bin ich am Ende dieses Vortrages, dieses Videos. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir gefolgt sind, dass ihr mir gefolgt seid. Und ich würde mich freuen, den einen oder die andere womöglich in einem anderen Video oder womöglich auch einmal live wiederzutreffen. Vielen Dank.